Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute hören wir und schauen wir uns den Diss-Track an ganz YouTube Deutschland an. Der Jahresrückblick 2018 featuring Nixta und Rezo. Das Ganze wurde von Revi hochgeladen, Revizide. Ja, wir hören uns es mal an. Rezo und Nixta. Ey, diese Plattform war mal real. Rewind ging um YouTuber und abgefuckte Memes. Jetzt ist alles wack, denn Will Smith hat ein fucking Deal. Fortnite Tänze. Also, nochmal ganz kurz was. Ich kenne mich mit Musik nicht aus. Ich mache keine Musik, ich höre sie nur. Heißt, wenn ich jetzt irgendwas gegen irgendjemand sage, bitte nicht zu ernst nehmen. Es dient nur zur Unterhaltung. Dankeschön. Meinetwegen, aber das war echt zu viel. Ey, das war echt scheiß, yeah. Was für ein scheiß, yeah. Was für ein scheiß. Ich hab das nicht so gern. Webvideopreis. Webvideopreis. Das hab ich nicht so gern. Man kommt heute auf einer Werbewand. Wir sind alle Soziopathen. Das war jetzt. Das ist zum Glück kann man. So von Revi so das. Ja, da. Ich hab. Das hab ich irgendwie nicht so. Oder feiere ich irgendwie nicht so hart. Aber das klingt schon besser. Selber therapieren. Oh yeah. Hast du den Beef im Rewind einfach nicht verstanden? Gönn dir doch zum Abendbrot ne Bitch Lasagne. Bitch Lasagne, Bitch Lasagne. Yo, Olli ist deiner von den richtig Kranken. Reportagen weiß dich Bitch in deine Schranken. Ihm werden noch sehr viele Kinder bis jetzt danken. Der Beste, nächster. Ayo, ayo. Oh 2018, Gott. Was für ein Dreckstar. Artikel 13, ich lösche meinen Kanal. Ayo, ayo. Würden 45 in den Trends, das gefällt mir, yeah. Ayo, ayo. Wenn ich sterbe, macht Logan Paul einen Vlog von mir. Auch gut, Standard-Skill seit Song, Fortnite und Logan Paul, als er diese tote Leiche gefilmt hat im Wald. Hassen und doch leider meine Eltern. Fortnite ist der Grund, warum so viele Affen Geld haben. YouTuber hat keine Panik, denn Marcel, du darfst nicht auf die Darts WM. Ey, diese Plattform war mal real. Rewind ging um YouTuber und Nixta, Alter. Holy shit. Jetzt ist alles weg, ein Whistle, fucking Deal. Fortnite tänze meinetwegen, aber das war echt zu viel. Nee, das war nicht nice, yeah. Ah, schon wieder. Scheiß, yeah. Guck, wer nächstes Jahr noch mit dem Internet fickt. Oder ob Baby noch weitere Kinder hier kriegt. Hab ich gerne. Aber es ist echt abgefuckt. Das wieder von Revi hab ich leider nicht gerne, hab ich schon gesagt. Aber es ist Geschmackssache, ob man das gerne hat oder nicht. Ja, Julian Co. ist Motherfucker, Rezo, Revi, Nixta, Boy, wir geben euch nen Nackenklatscher. Das nächste Jahr steht an Bord, bitte keine Scheiße. Hoffentlich findet Logan Paul nicht wieder eine Leiche. Oh, no, bitte nicht, Alter, ohne Witz, was für ein Müll. Außer er will wieder Klicks. Das war Teil 2 unseres Jahresrap-Klicks. Den ersten Teil könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden oder einfach mal hier auf diesen wunderschönen Menschen draufklicken. Ja. Dann kommt ihr was mit Rezo? Hat der Kalb? Beide Teile sind so großartig. Ich krieg da auch geil. Diesen Part auch ein Like. Das war Alter, awesome und folgt mir auf Instagram und kauft mein Merch oder mein Stuhl. Super geil. Macht Leute, doch mal TikTok. Dankeschön an Rezo. Also wir werden zu Part 1. Also wir werden den Part 1 Mann, auch noch machen. Ich sehne mich nach dem Abgrund. Gönn dir nichts. Jetzt kannst du deine Zeit besser verschwenden. Mit League of Legends. So. Gönnung, man muss schon ein bisschen gönnen. Baby, Rezo, nächster. Ich hoffe, Rezo hat jetzt ein paar. 18! Yeah, in einer Kletterhalle. Ist das gerade Drake? Das ist Drake, oder? Das ist ein Drake-Beat, Mann, das ist ein Drake-Beat. Ja, Mann! Ja, vorbei, was da los? Songs habt ihr gemacht, doch ihr habt Tanzverbot. Wir shooten in die Szene, ihr seid alle oh tot. Gott, Revi am Punkt. Rezo, Revi und der Nixta gehen Spacko-Mode. Ihr wolltet so, yeah, yeah. Ihr wolltet so, yeah, yeah. Jahresrap-Blick in this bitch, ja, ihr wolltet so. Jahresrap-Blick in this bitch, ja, ihr wolltet so. Pass gut auf, du wirst abgeholt. Turnen up, get im Spacko-Mode. Oh shit, okay, ja.
Ja, das Jahr war hart. Was macht ihr bitte noch im Biss? Was du laberst, Mann, du glaubst doch ehrlich, Milch ist Gift. Tragen Aluhut. Okay, aber das war geil für Revi. Wir wollen Klicks, lieben Hand of Blood, aka Revi mit. Boah, dieser Beat. Nicht, dass ich was zu fordern hätte, aber wo sind bei der Bam School bitte die Fortnite-Tänze? Ja, wer redet hier von Luca denn so unbequem? Plastik auf der Pizza? Das kannst du doch auch runternehmen. True. Frage mich, warum mir Tattoos in neuem Face hab. Sie wollen ins Game rein, aber I'm already Tracer. Was für Fake Bras, wieder nix kapiert. Ich sage TikTok. Miguel lebt nicht, Miguel. Kuchen TV wird von Wiener gekickt. Zwei Wochen später, ja, da lieben sie sich. Miguel gegen Capital Bra. Manchmal, aber nur manchmal haben Frauen etwas übrig für ein Kickes. Boah, ich feier diesen Beat. Dagi heiratet und weiß, dass das gut fürs Geschäft ist. Da fragt man sich, wie gut die Bongo Cat im Bett ist. Hey, Moritz wär gern so wie dieser Logan, aber checkt nicht, dass er ein halber Mann, aber dafür ein ganzer Keck ist. Dieses Jahr war guter Content, muss man sagen. Du hast dicke Lippen und sie blasen. YouTube Deutschland, Digga, bestes Land des Jahres. Hat's ja. Hier geht man noch okay. Für sein Sextape auf die Straße. Tanzen fest beim Lord, diese Szene ist so grotesk. Bitte gib mir mein Pedalo, Bruder, ich muss los jetzt. Steuern zahl ich nicht, auch wenn die Sonne lacht. Mante weint und steht im Regen, Digga, komm nicht klar. Open Mic gelöscht, liegt das an seinem Image, Mann? Oder ist Drogen nehmen illegal? Guck mal an, es ist dieser Bruder Patrick. Der letzte YouTuber, der echt ist. So real wie Tupac in den Adlibs. Ehrlich? Nee, echt nicht. Patrick hat ja, glaube ich, 8000 Abonnenten schon verloren. Seitdem, dass er dieser Fortnite-Fake-Scheiße hochgeladen hat, Opfer. Yeah, yeah, yeah. Es werden alle rasiert. Wir sind keine Friseure, aber wir machen es trotzdem. Okay, Freunde, das war Teil 1 von... Naja. Also, der Revi-Part in diesem Video habe ich deutlich besser gefunden. Rezo hat endlich auch etwas zu sagen. Und Nixer finde ich eigentlich, kann gut rappen. YouTuber-Rap immer noch, aber naja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschö.